Dann haben wir uns entschieden, ja, dass wir einen Schwangerschaftsabbruch machen. Ich müsste wirklich unter sehr, sehr speziellen Umständen sein, damit ich mich für die Abtreibung entscheiden würde. Jedes zweite Kind mit der Diagnose Trisomie 21 wird in Europa abgetrieben. Aber kaum jemand redet offen darüber. Ja, es fühlt sich an, als würde ich was wirklich Böses tun. Und eigentlich ist es das auch. Sie und Ihr Mann sind auch gesund. Ja, und wir haben auch keine Behinderung in der Familie. Das ist diese berühmte Nackentransparenz. Mhm. In dieser Reportage spreche ich das Tabu an. Abtreibung bei Trisomie 21. Habe ich für mich einfach auch gebetet und ja, habe gehofft, dass verzeihe mir das. Wenn Sie jetzt schwanger wären, dann würde Ihr Kind kognitiv beeinträchtigt mit Trisomie 21 auf die Welt kommen. Diesen Satz hat mir vor ein paar Jahren meine Diabetesärztin gesagt, wo sie meine hohen Blutzuckerwerte gesehen hat. Und mein erster Gedanke war, würde ich ein Kind mit Trisomie 21 abtreiben oder nicht? Und das war auch das erste Mal, dass ich mit dieser Frage konfrontiert wurde. Das Thema hat irgendetwas in mir ausgelöst und begleitet mich seit Jahren. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich mich entscheiden würde. Ich habe mit Luciana abgemacht. Sie ist seit ein paar Wochen schwanger mit Zwillingen. Ich darf sie zum Ersttrimestertest begleiten. Und da wird unter anderem mit der Nackenfaltenmessung untersucht, ob eines von ihren beiden Babys ein höheres Risiko für Trisomie 21 hat. Hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, also was, wenn jetzt irgendetwas wäre, wie du handeln würdest? Nein. Lass es einfach so auf dich zukommen? Ja. Okay. Zusammensitzen mit dem Partner und schauen, wie wir das machen, oder? Aber ich denke, wenn so etwas kommt, es ist halt so, und ich muss akzeptieren. Beim letzten Ultraschall hat man gesehen, dass ein Fötus kleiner ist als der andere und das könnte ein Hinweis auf eine Trisomie sein und wird heute genau angeschaut. Weil in der Praxis im Februar 2023 immer noch Corona-Regeln gelten, dürfen keine Begleitpersonen mit. Bei mir machen sie aber eine Ausnahme und Luciana, ihr Partner, ist online dabei. Ich hoffe, es klappt mit dem Zoom-Link. Ja. Grüezi. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dann wollen wir mal gucken. Oh, und Sie haben sich etwas Besonderes ausgesucht. Sie haben Zwillinge mitgebracht, steht hier. Genau, genau. Und die Schwangerschaft ist natürlich eingetreten. Ja. Einer ist ein bisschen kleiner als der andere. Genau, und vor allem Plazenta. Sie und Ihr Mann sind auch gesund. Ja, und wir haben auch keine Behinderung in der Familie. Ja. Nicht. Sie und Ihr Mann sind nicht Cousine und Cousin. Nein, 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 nein. Wie fühlst du dich jetzt? Ein bisschen nervös, ja. Jetzt einmal tief durchatmen. Ah, machen Sie schon. Das ist gut. Der Arzt schaut zuerst den einen Fötus auf dem Ultraschall an. Größere Plazenta. Da ist hier einer drin. Den sehen wir hier. Schauen Sie da, ganz hübsch, hat die Hand so vor dem Gesicht. Das sieht eher aus wie ein kleines Mädchen. Der Oberschenkel, Knie, Schienbein, Fuß. Hier den Rücken, das ist diese berühmte Nackentransparenz. Das ist ein Maß, was wir alle haben. Die Nackentransparenz ist normal weit, das ist günstig. Und wenn die Nackentransparenz nicht so groß ist, sondern dünn ist, und wenn der Nasenknochen so wie hier gut zu sehen ist, dann spricht es eher für ein tieferes Risiko für die Trisomie 21 als dem Alter entsprechend. Und wenn Sie möchten, können wir nachher auch noch dieses Risiko berechnen für die Trisomie 21. Das wird tiefer sein als dem Alter entsprechend. Okay, gut. Also die choriale Zwillinge. Einer ist normal gewachsen und sieht beim zweiten Fötus sieht es aber nicht gut aus.
Ich entscheide mich, der Luciana beizustehen. Hast du schon hab von dem? Danke. Der andere, der hatte irgendwie ein Problem und hat es halt nicht geschafft. Das ist schade. Aber er wird den einen nicht gefährden. Da müssen Sie keine Sorge haben, dass er den gefährdet, sondern der wächst jetzt halt als Einling auf. Warum der eine Zwilling gestorben ist, weiß man nicht genau. Für die Luciana ist eine schwierige Situation. Auch ich weiss nicht so recht, wie ich mit dem harten Bescheid umgehen soll. Luciana läutet ihren Mann an und sucht Trost. Und ich ziehe mich zurück. Oh, ganz schwer. Es war so traurig, weil du darfst keinen Partner mitnehmen in die Praxis, aus Corona-Gründen. Man muss eine Maske tragen und ihr sind nur noch Tränen runtergelaufen. Und ich konnte nichts anderes können, als ihr einfach die Hand heben und sie hat sie so festgehabt. Zwar gibt es Zahlen aus Europa, die belegen, dass jedes zweite Kind mit Trisomie 21 abgetrieben wird. Wie viele Abtreibungen in der Schweiz wegen der Trisomie 21-Diagnose gemacht werden, das weiss man aber nicht. Die Spitäler und Institutionen geben keine Antwort, keine Auskunft oder verweisen mich immer wieder weiter, bis ich wieder am Anfang stehe. Von ein paar wenigen Kantonen gibt es zwar Zahlen, wie häufig abgetrieben wird, aber es wird nicht erhoben, aus welchem Grund das passiert. Ich möchte mit jemandem reden, der sich fürs Abtreiben entschieden hat und finde über die Fachstelle Kindsverlust eine Frau, die bereit ist, mich zu treffen. Weil sie aber Angst hat vor negativen Reaktionen, weil sie ohne Gesicht und Namen auftreten. Ich sage ihr da Julia. Sie hat sämtliche Entscheidungen mit ihrem Mann getroffen, als Interview kommt sie aber allein. Julia war 5-mal schwanger. Sie hat 2 gesunde Kinder auf die Welt gebracht und 3 Verluste erlitten. Das letzte hat sie aufgrund der Trisomie 21-Diagnose abgetrieben. Wie trifft man überhaupt so eine Entscheidung? Zusammengefasst, ich schaffe es nicht. Wir schaffen es nicht. Und das ist ein ziemlich schweres Eingeständnis für mich, weil ich mit dem, was ich in meinem Leben erlebt habe bisher, eigentlich dachte, ja, jetzt, ich kann eigentlich so ziemlich alles schaffen. Aber ich schaffe es nicht, ein behindertes Kind großzuziehen, beziehungsweise zu begleiten für den Rest meines Lebens. Ich kann einfach nicht mehr einstecken. Ich brauche die Kraft für meine Familie, für meine Kinder. Für mich und mir ist nicht da. Und ist auch schon dazu gekommen, dass dir irgendjemand gesagt hat, hey, mal, das schaffst du und schau, andere schaffen es auch. Das ist genau der Punkt. Das war eigentlich, das habe ich ganz viel gehört und gelesen und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin die Einzige, die es nicht kann. Ich bin die Einzige, die das nicht schafft. Und wo sind all, laut Statistik heißt es eigentlich, dass so viele sich dagegen entscheiden. Wo sind all die Frauen? Wo sind die, die das nicht schaffen, so wie ich? Also ich habe mich wirklich ziemlich allein gefühlt. Also ich konnte mich mit niemandem austauschen, der jemals in dieser Situation war und diese Entscheidung treffen musste. Ich habe niemanden gefunden und ich habe wirklich gesucht. Und vor allem habe ich kein einziges Argument gehört von jemandem, der gesagt hat, ja, ich schaffe es nicht, weil oder so. Es gab einfach niemanden, der das nicht schafft. Alle können das. Und unheimlich viele Beispiele, auch Frauen, mit denen man mich vermittelt hat über diese Organisationen, die das super toll hinkriegen und meist in einem großen Haus mit großer Familie nebendran, Oma und Opa um die Ecke und finanziell gut gestellt, einfach. Das waren die Beispiele und das klang alles so toll und ich dachte, ja, wow, das würde ich auch so gern können, aber ich musste einfach dann zu dem Schluss kommen, dass ich das nicht kann, dass ich mich und
meine zwei lebenden Kinder schützen muss. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich an, als würde ich was wirklich Böses tun. Und eigentlich ist es das auch, zumindest für mein Verständnis. Also das Thema ist für mich so kontrovers. Ich könnte auf keine Ameise treten. Ich passe auf alle Tiere auf. Und ich habe auch vor meinem Studium mit geistig behinderten Kindern gearbeitet. Also es fühlt sich böse an. Aber es hat eben, deshalb ist es auch so kontrovers, es hat eben zwei Seiten. Es ist nicht so, dass das nicht perfekt genug oder toll genug ist oder irgendwie sowas, sondern es kostet einen einfach Kraft. Und ein Kind zu verlieren, egal auf welche Weise, ist kaum aushaltbar. Und ich finde, das sollte nicht noch einsamer machen, als das ohnehin schon macht. Hat es dir aber gut getan, heute darüber zu reden? Ja. Wieder mal. Ja. Ich konnte es mal sagen, ja. Ich habe von der Julia mega viel erfahren. Vor allem, wie hilflos und allein man ist, wenn man die Entscheidung trifft, ein Kind, das lebensfähig wäre, abzutreiben. Und was löst es in mir aus? Ich mache mir jetzt eigentlich vor allem über all die anderen Frauen Gedanken und man weiß, dass es sie gibt. Also, es ist einfach tabu, wo auch alleine durch müssen. Und mit niemandem darüber redet, weil sie einfach Angst vor Verurteilungen haben. Wer ist der Regenbogen? Eine von den Frauen, die offen mit dem Thema umgeht, treffe ich heute auf dem Nordheimfriedhof in Zürich, Rita. Wir kennen uns persönlich. Sie hat mir erzählt, dass sie eine Schwangerschaft abgebrochen hat, weil das Kind mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen wäre. Das sind jetzt alles Kinder. Ja, also das ist ja das Gemeinschaftsgrab für die ganz Kleinen, also für die Kleinsten. Das heisst, vor der 22. Schwangerschaftswoche. Magst du dir kurz erzählen, also wer jetzt hier bei dir liegt? Es war die 15. 17. Schwangerschaft gewesen. 5 Fehlgeburten vorher, aber vor der 12. Woche. Dann kam Remi auf die Welt. Und dann bin ich wieder schwanger geworden. Es war auch wieder ein Bübli gewesen. Dann wurde die Diagnose prognostiziert, Trisomie 21. Und dann haben wir uns entschieden, ja, dass wir einen Schwangerschaftsabbruch machen, weil es halt gesetzlich noch nicht ein Mensch ist in dem Sinn. Ist dann hier hergekommen, ins Gemeinschaftsgrab der ganz Kleinen. Dass man gleich eine Stätte hat, wo man hingehen kann, weil ja, für mich ist es doch, es ist das Kind gewesen, mein Kind, Schwangerschaft gewesen und ja. Magst du dich noch an den Tag erinnern, wo du die Diagnose bekommen hast? Ja, das gehört zu mir. Das ist der Tag, den ich wahrscheinlich nicht vergessen. Ja. Dann ist natürlich eine Welt zusammengefallen, gell? Dann ist natürlich eine Traurigkeit gekommen, man realisiert es dann wirklich, was es vorher hat man nur immer so gesagt, ja, nein, mir passiert das nicht und nein, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Und ja, wenn es einem dann wirklich verwünscht und wirklich bereicht, dann kommt dann alles so ins Rollen und dann, ja, dann
Und die Entscheidung war ja bei dir recht schnell klar. Eben andere, die ich jetzt auch gehört habe, tun es eher rauszögern. Ja, es ist halt, ich habe die Verantwortung einfach, ich habe die Kraft wahrscheinlich nicht gehabt. Oder zu viel Angst, oder, ja. Und ich bin auch nicht der Typ Mutter, sage ich jetzt. Und ohne irgendwie wollen sagen, dass es überheblich tönt. Ich bin dem einfach auch nicht gewachsen gewesen. Und das ist für mich eigentlich schon immer klar gewesen. So ein Grund, dass ich es einfach nicht kann. Rita hat sich nach dem Entscheid, das Kind abzutreiben, keine eingeleitete Geburt antun. Sie hat so früh wie möglich das Kind ausschaben lassen. Ein kurzer Prozess, der meistens keine grossen körperlichen Folgen hat. Bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche kann man das machen. Auch wenn das jetzt relativ einfach tönt, psychisch war es für Rita eine Belastung. Auch für ihren Partner, den sie immer unterstützt hat. Ja, da. Und gestorben ist. Du hast ja erzählt, es hat zwar eben keine Beerdigung gegeben, aber wo hast du Abschied genommen? Ist das jetzt da gewesen, oder ist das beim letzten Ultraschall gewesen? Wie war das bei dir gewesen? Hat es für dich so einen Moment von der Verabschiedung gegeben? Meine Mami. Ja. Ja. Und das ist ganz... Also, das war beim letzten Ultraschall. Ja. Hast du das letzte Mal einen Ultraschall geschaut? Ja. Und ich habe das Bild auch noch daheim. Ich habe das halt auch für mich gemacht. Ich habe das nicht. Wir haben das nicht zelebriert oder überhaupt nicht. Das habe ich. Mein Mann hat auf seine Art und ich auf meine Art. Und bei mir war es wirklich, Mami und ich etwas dass wir müssen schnell warten, ist gut. Das letzte Mami, Ultraschallbildli tut, ja, habe ich für Mami, mich einfach Hunger. Auch gebetet und ja, habe gehofft, dass verzeih mir das, dass wir ja. Ich gehe davon aus, dass wir uns wieder einst sehen. Dass ich all die Fehlgeburten, dass wir uns wieder erst gesehen und ja, das ist so das eigentlich gewesen. Und dann nach ein paar Wochen, wo das der Eingriff war, bin ich dann da ane, auch allein für mich, war niemand dabei und bin auch auf dem Bänkchen gehockt und bin meine Gedanken nachgegangen und ich hatte dann schon das Gefühl, es geht mir um einiges besser, ja, wie mir die kleine Seele verzeiht hat. Ja. Ja. Aber das war definitiv beim letzten Ultraschall. Ja. Ja. Immer mehr Frauen, die schwanger sind, klären mit einem einfachen Bluttest ab, ob das Kind im Bauch mit einer Chromosomenstörung auf die Welt kommt oder eben nicht. Laut dem Bundesamt für Gesundheit sind 2021 fast doppelt so viele sogenannte nicht-invasive Pränataltests gemacht worden wie im 2017. Die Frauen hoffen, mit dem die maximale Sicherheit zu haben, dass ihr Kind gesund ist. Ich verstehe es, ich würde so einen Test auch machen. Das Problem ist nur, was, wenn es anders rauskommt, als man gehofft hat? So wie bei der Rita. So, es ist etwa ein halbes Jahr her, seit ich Luciana beim Ultraschall begleiten durfte. Jetzt ist Sommer und es ist kurz vor der Geburt. Und hat gleich noch eingewilligt, sich mit mir nochmal zu treffen. So, da müsste es sein. Hallo! Wie geht's dir?
Ja, es geht. Je nach Tag. Es sieht super aus. Jetzt sehen wir auch den Babybauch. Ja, ist auch bald was. Ja. 3-4 Wochen. 3-4 Wochen? Ja. Wirklich. Ja, den abstellen. Ai. Schon cool, so was. So, das war ja auch nur. Eigentlich vor unserem Treffen, oder nicht? Ja. Oder haben wir uns im Januar getroffen? Nein. Das ist, was ich herausgefunden habe, so kurz danach. Wie fühlt es sich für dich heute an, an den Tag zurückzudenken? Du meinst wegen dem Verlust? Ja, genau. Ist es heute einfacher, oder? Es ist einfacher. Aber es ist gleich noch da. Es ist immer präsent. Es ist immer präsent. Irgendwie. Also, es ist nicht mehr so fest, wie wenn ich Zwillingswagen gesehen habe. Anfang habe ich gar keine Zwillingswagen gesehen. Es hat mich echt betroffen dort. Also prägt es sich noch? So quasi, ja. Es prägt. Es prägt. Ich habe gesagt, ich werde erst Ruhe haben, wenn ich mein Mädchen in meinen Arm habe. Und ich sehe, dass sie sich gesund entwickelt. Und letztes Mal beim Termin ist ja dein Partner zugeschaltet worden via Zoom, beziehungsweise wir haben es ja versucht. Es hat dann ja nicht so gut geklappt. Wie hat er das eigentlich? Also, wie hat er auf das reagiert? Viel rationeller als ich. Ja, viel mehr. Der Mann spürt das nicht im Bauch, oder? Und er kann viel besser sich distanzieren davon oder akzeptieren als ich. Und bei mir war schon ein längerer Prozess. So längere. Ich habe mir 7 Tage Auszeit genommen vom Arbeiten, nicht länger. Und in dieser Woche habe ich gesagt, ja, muss ich mich damit abfinden. Genau. Luciana hat mir dann nach dem Untersuch gesagt, sie würde nie im Leben abtreiben. Auch nicht, wenn Trisomie 21 diagnostiziert würde. Ja. Ich wollte von ihr wissen, ob sie Verständnis hat für Frauen, die sich entscheiden, eine Schwangerschaft abzubrechen. Ich denke, wer das machen will oder muss, hat seine Gründe. Und es ist auch keine einfache Entscheidung. Ich denke, keiner soll wegen dem verurteilt werden oder so, gar nicht. Ich finde es, ja, die Mami oder die Eltern, die sich dafür entscheiden, haben schon einen langen Prozess hinter sich. Ich muss nicht irgendetwas kommen, irgendein Zeichen erzählen oder so. Aber ich, ja, ich müsste wirklich unter sehr, sehr speziellen Umständen sein, damit ich mich für die Abtreibung entscheiden würde. Ja. So. Also in dem Fall. Ja, hat es mich gefreut. Schön, dass du gekommen bist. Wir hören dich sicher noch. Sehr gespannt. Ja, ich auch. Und ich freue mich für dich. Ja, ja, alles gut. Danke. Ich sende dir das weiter. Danke. Ich durfte mit Frauen reden, die sich gegen ein Kind mit Trisomie 21 entschieden haben. Und selbstverständlich respektiere ich ihren Entscheid und kann auch vieles nachvollziehen. Was würde ich in dieser Situation machen, jetzt, wo ich mich länger mit dem Thema beschäftigt habe? Ich glaube, ich würde es nicht übers Herz bringen, ein Kind mit Trisomie 21 abzutreiben. Weil ich gesehen habe, wie schmerzhaft es ist, allgemein ein Kind zu verlieren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, weiss ich wahrscheinlich erst dann, wenn es passiert, was ich wirklich machen würde. Was würdest du in dieser Situation machen? Oder hast du schon mal etwas Ähnliches erlebt? Schreib es mir doch in die Kommentare.
Und wenn dir die Rec-Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerade den SRF-Doc-Kanal. Und da geht es noch zu weiteren Folgen.